Morgen! Na, Michi! Hallöchen! Micha! Servus! Also, erstmal hallo, wir sind total nervös, jetzt geht's los. USA, Auftritt in Las Vegas und Annika, was noch viel geiler ist, TV-Auftritt. Allerdings hatten wir gestern noch eine Telefonkonferenz mit der Sony, meiner Schallplattenfirma. Es sieht jetzt so aus, dass wir tatsächlich den ganzen Plan umschmeißen müssen. Wir haben einen Tag weniger Los Angeles zum Produzieren. Das heißt, wenn wir gleich ankommen, machen wir ein Fotoshooting für die Bild-Zeitung. Danach wird geschlafen, wir werden auch fix und fertig sein nach so einem langen Flug. Und dann am nächsten Tag, das ist dann der Montag, müssen wir praktisch den ganzen Tag nutzen, so schnell wie möglich, um möglichst viel schon mal in die Kamera zu kriegen in L.A. Und dann fliegen wir am Dienstag schon gleich rüber nach Las Vegas. Denn da haben wir dann direkt morgens die Live-Fernsehshow im Vox 5. Amerikanische ist einer der größten, also der Fox, größte. Meinst du den Sender Fox, ja? Vox 5, ja. Das ist die größte Morningshow, also es ist wirklich the main channel. Da ganz oben, wir haben jetzt schon wieder... Da ist unser, hier. Ah, ja, Berlin 1350. Ja. Bisschen verspätet. Schon wieder 10 Minuten später. Ja, noch später. Ne? Meine Güte. Ja, so, also. Warte mal, ich habe erstmal eine Frage. Wir kommen da umgerechnet 16, 17 Uhr an. Wie viel Zeitverschiebung haben wir denn in Los Angeles? Wir haben 9 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt also, wir kommen an, haben 9 Stunden Zeitverschiebung. Da ist es dann Nachmittag. Normalerweise wäre es hier in Berlin wie? Also, wenn du morgens aufstehst, gehen die abends in Berlin schlafen. Also, wir erleben den Tag, den die schon erlebt haben. Und dann haben wir noch 46 Grad. Ne? In Las Vegas. Dann haben wir noch den Dreh, dann haben wir eine Show, dann haben wir noch eine Talkshow. Und das alles mit Jetlag. Und RTL noch am Hals. Und RTL. Also sollten wir mies aussehen, ist uns das auf jeden Fall zu verzeihen. Weil was wir jetzt in einer Woche durchmachen, das ist nicht nur aufregend, das ist fast schon unmenschlich. Aber es ist einfach nur so geil. Und wir bringen jetzt einen Schlager nach Amerika und das ist einfach nur der Oberknaller. Davon können wir jetzt eine Woche lang nicht schlafen. Die zieht man sich durch die Nase. Sind neuartige Aspirin-Tabletten. Aber zerbröseln vorher, oder? Wird die vorher zerbröseln. Was ist denn eigentlich? Aspirin plus K. Nehmt ihr jetzt ohne mich Medikamente ein, die helfen, den Flug zu überstehen, oder was? Nicht nur den Flug. Ich möchte auch sowas, oder? Aspirin plus C für Annika mit K. Richtig. Hermann, da du jetzt gerade beschäftigt bist, 3 Tage schnapp ich mir mal dein Wasser. Ich hoffe, wir haben Annika umgetauft. Annika heißt jetzt ab sofort Annie Gay. Annie Gay. You know what I mean. Ey, das war ein Geheimnis. Das ist so ein Insider von Micha und mir. Es gibt da so Menschen. Und der Wendler heißt jetzt The Main Man. Ja, The Main Man. Und Annie Gay. Annie Gay. Anyway, Annie Gay with The Main Man Michael Wendler. And we are starting to the USA and schlucking some aspirin. Schlucking? Schlucking ist schön, oder? Schlucking Cheers, Micha. Ja. Boah, das wird ja witzig auf mit dir in der Talksendung. Das wird richtig Es ist wieder mal der Wahnsinn. Wir stehen hier immer noch nicht am Flughafen von Los Angeles, sondern immer noch am Airport Düsseldorf. Das Problem ist eine defekte Klimaanlage. Da wurde heute ein neues Teil eingebaut und wir haben es schon gerochen, als wir in die Maschine einsteigen wollten. Es war ein fürchterlicher Geruch. Ich will es nicht weiter dokumentieren, aber das hat jetzt dazu geführt, dass wir wieder aussteigen mussten. Und jetzt stehen wir hier wieder rum und wir kommen einfach nicht weg. Das fängt ja gut an. Hola. Ja? In Deutschland? In Deutschland. No, she knows every song. It's under the light. Und baby. Ja, noch hapert es ein bisschen mit dem Englischen, aber wir sind ja auf dem besten Weg. Es dauert nicht mehr lange und wir sind am Airport Los Angeles. Thank you very much. Dankeschön. Danke. Aber nicht so. Annika, sag mal, wir sind jetzt erst... Drei Stunden. Drei Stunden.
gefühlte 27. Ich finde, es geht echt. Also ich finde, man darf sich eigentlich gar nicht beschweren, weil die Sitzbreite ist wirklich in Ordnung. Auch die Länge für die Knie, also ich finde es für so 12-Stunden-Flug voll akzeptabel, vor allem für den Preis. Ja, wir sind immer noch gut drauf. Annika ist gut drauf, ja. Wir freuen uns immer noch wahnsinnig. Juhu! USA, willkommen. Und mal gucken, was noch so passiert. Wo sind wir denn jetzt gerade? Guck mal. Ja, zack. Wo sind wir gerade? Kann man das sehen hier? Ganz unten. Ganz unten, ganz unten. Ja. Da. Ja, ganz unten. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wahrscheinlich jetzt mal irgendwie das so eingestellt, um zu zeigen, wo wir uns ungefähr befinden. Ich denke mal irgendwo über den Atlantik. Kann sein, dass genau hier die Titanic irgendwann untergegangen ist. Auch das werden wir überleben. Das sind die Zollerklärungen. Erstmal herzlich willkommen. Wir sind nach 10 Stunden und 50 Minuten, Hermann, ja, total geil gelandet. Ich fühle mich auch noch richtig fit. Das sind die Zollerklärungen, die müssen wir jetzt auch noch ausfüllen. Ansonsten haben wir die ISTA-Visum, haben wir ja schon, ISTA-Visa, Personalausweis, wir gehen gleich durch die Kontrolle. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch unseren Koffer abholen und dann geht's ins Hotel. Also der Plan ist wieder über den Haufen geschmissen. Wir hatten über zwei Stunden Verspätung. Deswegen wird's heute mit dem Fotoshooting nichts mehr. Ich hätte eigentlich mir gewünscht, es ist noch heller und es ist schöneres Wetter. Es ist bewölkt und es wird schon dunkel. 15 Grad draußen. Obwohl erst 18:15 Uhr ist, ja. Oder 18:20 Uhr ist. Es ist frisch, wenn man mal in Deutschland geblieben, da sind es 32 Grad. Aber ansonsten sind wir noch guter Hoffnung, dass ab morgen dann wenigstens uns die Hitzewelle erwartet und das schöne Wetter vor allen Dingen auch. Der Rin. Yeah, thank you. Es ist jetzt fast 23 Uhr und wir sind alle schon 24 Stunden nonstop wach. Unglaublich. Haben jetzt nochmal was gegessen, hier ein bisschen Fleisch, Proteine. Wir sind hier im 35. Stock unseres Hotels und die Aussicht ist echt gigantisch. Kann aber auch leider nicht darüber hinweg trösten, dass wir absolut fertig sind, total müde sind und morgen früh schon wieder um 7 Uhr aufstehen müssen, da geht's schon wieder los. Ja, wir haben ja einen vollen Terminkalender, also 8 Uhr ist Frühstück angesetzt und dann geht's um 9 Uhr schon gleich weiter. Morgen gibt's dann wieder mehr. Jetzt ist erstmal vorbei mit lustig, jetzt wird erstmal ein bisschen geschlafen und ich glaube, das haben wir uns auch verdient. Also, macht's gut, bis morgen, tschüss.